bei der dritten Variante ist, dass so gut wie überhaupt nicht in die bestehenden Räumlichkeiten baulich eingegriffen werden muss. Die gesamte Statik des Hauses bleibt unberührt. Die erforderlichen Erweiterungs- bzw. Ausbauarbeiten im Dachgeschoss sind parallel zum laufenden Schulbetrieb möglich. Das heißt, sollte sich die Politik für die ehrgeizige Zusammenführung beider Schulen schon zum 1.8.12 entscheiden, wäre hierfür aus meiner Sicht einzig der Vorschlag der Schulen, also die dritte Variante, möglich, weil eben diese, Schwalbennester auf eigenem Ständerwerk, wie man eben auch Altbaubestand saniert hat, man hat Rutschen davor gebaut, man hat Balkone davor gebaut, das steht auf dem eigenen Werk, das könnte alles passieren. Das geht aber nicht im laufenden Schulbetrieb, wenn man hergeht und Wände abbrechen muss und eine neue Straßenbahn ziehen muss.